im Augenwinkel habe ich immer irgendwas. Ganz komisch. Hm? Aston Martin-mäßig. Ja. Das ist mein Favorit. Der hier? Der kleine? Ja! Also. Ganz kurz, wir müssen da kurz drauf reingehen, ja? Das ist der kleinste Aston Martin, den es gibt. Und du kannst, egal wo du bist, kannst du sagen, ich fahre einen Aston Martin. Also Sydney, der ist wirklich noch zu verkaufen. Also. Der ist gut. Verkaufe ich dir sehr gerne und ist auch als ganz Besonderes. Es wurde nicht viel gebaut? Genau. Das ist prädestiniert für mich. Circa ja. 500 Stück ungefähr. 500 Stück? Ja, voll dein Ding. Ich finde, das ist ein richtig tolles Auto. Der hat was. Eine tolle Ausstattung, ein richtiges Understatement in der Charisma. Stadt. Charisma, Charme, wenn wir schon dabei sind. Ich möchte auch mal Dirk-Bond sein. Ja, das kannst du auch. Haben wir einen Schlüssel davon? Ja, haben wir auch. Soll ich ihn mal holen? Oh ja, sehr gerne. Guck mal, wie süß. 1, 2, 2,5 Meter. Du weißt schon, dass das 30.000 Euro sind für ein Toyota IQ. Nein, nein, man muss das positiv sehen. Das ist kein Toyota IQ. Das ist die Zuverlässigkeit eines Toyotas. Sydney hat vollkommen recht. So, und jetzt mal bitte noch mal ganz kurz den Einschub. Das ist ein Toyota. Das möchte ich nicht gehört haben. Ja, finde ich auch. Feinstes Leder, Alcantara. Ja. Ja. Hier, Handmade, muss doch irgendwo stehen hier. Das machen doch die Aston Martin Jungs immer. Ja, steht in diesem Fall, glaube ich, nicht. Nein. Nee. Ja, das will ich nicht. Ich fühle mich direkt wie James Bond. Reicht dir das, wenn ich dir sage, der ist handmade? Nein! Zumindest das Interieur ist handmade. Gibt es eine Plakette? Was für eine? Ja, wenn es 500 Stück waren, dann gibt es ja bestimmt eins von 500 und so. Leider nicht. Nein! Der hört sich bestimmt an, der brüllt bestimmt, oder? Ja, ich glaube, das mit dem Brüllen. Du kannst ja mal richtig Gas geben. Aber brüllen ist was anderes, ne? Was ist das denn, Roman? Ja. Du bist doch der Design-Experte. Ja, aber hallo, wir sind doch hier bei Triebwerke. Ja, der hat ja auch ein kleines Triebwerk. Ja, das ist alles in Ordnung. Das ist unauffällig halt. Ich glaube, das ist auch gewollt. Essen ist eher so ein unauffälliges Fabrikat. Okay. Also ich bin etwas enttäuscht jetzt gerade. Ja, gut.